So Leute, willkommen zurück zu Kevin, das magische Gehand. Beim letzten Part hat uns Perlide verarscht, indem sie immer mehr Level aufgekotzt hat. Und jetzt mit solchen Leveln aus der ersten Welt kommt und mich damit einfach mal zum Verzweifeln bringt, weil ich das jetzt schon zum vierten Mal versuche. So, normal. Und bitte diesmal ohne irgendwo hängen zu bleiben. La 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 la. Das ist echt nicht sonderlich schwer. So. Oh Gott, was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Nein! Mann! Ihre Tränen bringen mich dazu, abgelenkt zu sein. Nochmal. Versuch Nummer 5. Perlide, du kotzt mich echt an mit deinen Leveln. Nochmal. Los. Geht das mal schneller hier, diese scheiß Resetten? Yay! Renn Kirby. Beziehungsweise Fahr, wie es eigentlich heißen müsste. So, da habe ich eine Perle übersehen. Oh Gott, ich werde sterben. Das war wieder mal gerade so. Und ich glaube, wir hatten 201 Perlen am Ende, oder? Ja. So, bitte kein neues Perlensammler-Level mehr. Du nervst mich damit. Danke. Gib mir für die Tapete, die du mir nicht mitgebracht hast, als du neulich bei mir zu Hause warst. Wo ich echt bittere Tränen geweint habe. Backstein. Schön. So, hast du wirklich nichts Neues mehr? Alles klar. Perfekt. So, dann wollen wir nochmal gucken, was Hucke Paula für uns ausgegraben hat. Ah, danach kommt auch noch der Hitzepickel. Und dann nochmal alle Level von dem, die wir gleich noch einrichten werden. Ah, das wird schön. Hallöchen. Hucke Paula tragen Stromhausen. Na gut. Tragen wir dich nach Stromhausen. Das machen wir. So nett sind wir noch. Ausnahmsweise mal. Wie viel Zeit habe ich? 3 Sekunden? Hä? Warum kriege ich sie da nicht rübergeworfen? Ach, ich verstehe. Ach, ich verstehe. Oh, wie nervig. Oh Gott. Hallo? Hört ihr damit auf? Durch, 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 schnell. Nix da. Danke. Wow. So, warte. Einfach nur, weil du versucht hast, wirst du noch sterben. Bam. So. Also, es gibt einen neuen Erkundungslevel. Oh, lo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 l. Ich mach jetzt wie Perlide. Ich gehe jetzt einfach in alle Welten, die wir eigentlich längst gewesen sind und baue da neue Schrecken für mich auf. Doing. Na, was haben wir denn da? Famicom. Famicom. Wie auch immer. Kletterburg, ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch gesagt. Bring die olle Stepfe zum Thron. Und sei einfach still. Bring sie einfach zum Thron. Okay, Paul zum Thron. Dort oben. Alles klärchen. Alles klar, Chef. Machen wir. Boing. Ui. So. Du nervst einfach mal nicht weiter. Ich hab's doch gesagt. Jetzt kommen sie wieder mit den ganz alten Kamellen. Ach, das ist das Hadouken-Level. Wo ich das erste Mal gesagt habe, sieht aus wie Hadouken. Wo mir dann echt ein paar Kojoten von euch weiß gemacht haben. Ich weiß gar nicht, was das ist. Nee, nee, Leute, ey, geht gar nicht. Das ist, als würde man Obama nicht kennen. Wenn jetzt einer von euch fragt, wir wissen Obama, dann kriegt er. Ach, egal. Nö. Wird jetzt sowieso kommen, da irgendwelche Leute jetzt meinen, ich muss jetzt zwanghaft lustig sein und einen Kommentar schreiben, der nicht geschrieben werden sollte, um Aufmerksamkeit zu bekommen, damit mir jemand einen Daumen nach oben gibt. Ich weiß ja genau, wie ihr tickt, Leute. Versucht es doch, versucht es doch. So. Und neun. Ne, sieht nicht so aus. Na, keine neuen Hucke Paula Level, ja, das ging schnell. Da müssen wir jetzt nur noch den ekelhaften Hitzepickel Peter. Ich hab... Mal gucken, was der noch so für uns zu bieten hat.
Boing. Was haben wir da? Schräg gepunktet. Ach, schön. Tatsächlich. Sehr gut. Dann jetzt noch den Peter da oben befriedigen. Dann die neue Wohnung einrichten. Und die neue da, die da reinkommt, dann auch noch abfertigen. Das wird schön. Bitze Peter, das war der Name. Keine Ahnung, wie ich so immer Haare im Kopf habe. Ich nehme einfach weiterhin Peter. Siege 4 Gegner in 15 Sekunden im UFO. Mhm, ist klar. Was sind das für Gegner? Wahrscheinlich Krakko, der Endboss. Na, ich vermute eher diese UFO-Dinger. Okay, das schaffen wir. Bei der Macht vom Hitze-Peter! Ja. Gegner? Wie soll denn hier Gegner sein? Wer da? Okay. Nochmal, ja. Hier musst du gerade erstmal überlegen, wo hier die Gegner sein sollen. Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Direkt vor mir. Los, zähl nicht so lang ein, Mann. Ich brauche keine Warmach-Phase. Yay. Ich wollte gerade schon sagen, hat das jetzt geklappt oder war das jetzt das Abpfeifen für nicht geschafft? Ja, das war eine coole Challenge, mein Lieber. Hey, wir können ein neues Level für ein Training ausprobieren. Wie er sich dabei freut. Was kriege ich jetzt von dir? Eine UFO-Tapete? Oder, nee, der hat ja damit aufgehört, die Gegner in Tapete zu verwandeln. Oder auch nicht. Oder auch nicht. UFO-Invasion, ja. Er fängt wieder damit an, die armen, hilflosen Gegner, die wir auch einen immer zerfetzen, in Tapete zu verwandeln. Sterne erlebe. Siege 30 Gegner in 30. Zählen die Kometen als Gegner? Holy. Bestimmt mit der Rakete. Das wäre dann cool. Nee. Scheinbar nicht. Schade. Boing. 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 Ah, da ist ja schon der erste. Ah, so, ich verstehe schon, worauf es hinausläuft. Komm schon, ich brauche deinen scheiß Speermann. Auch dein Speer, habe ich gesagt. Ich will einfach alle nicht ihren Speer geben. Wieso glaube ich, dass ich den Speer unbedingt brauche dafür? Das könnte eng werden. Komm her, jetzt renn ich weg. Oh Gott, das wird nix. Ah, vielleicht wird's doch was. Gut. Hahaha. Idioten. Na gut, die sind so dumm. Außerdem sind das diese Geschwister von diesen Piratenverschnitttypen. Und die sind mir so auf den Sack gegangen in der vierten Welt bei dem einen Level. Ihr wisst schon, ihr erinnert euch, deswegen ist es nicht schade drum. Los, gib mir Tapete von ihnen. Verwandeln sie in Tapete, Hitze-Peter. Meta-Knight, oh Gott, der hat Meta-Knight umgebracht. Meta-Knight. Kein Problem. Kein Problem, Junge. So, das war's schon bei dir. Ja, tatsächlich. Whipsy's Wild. Oh mein Gott. Jetzt habe ich gerade gespoilert, wie das nächste Level heißen wird. Obwohl eigentlich nicht, das Spiel hat von sich aus gespoilert. Doofes Spiel. So. Richten wir mal die neue Wohnung hier ein. Fehlt ja nur noch der Fernseher. Hauptsache, das Ding hat einen Fernseher. Ja, ist klar. Ich weiß schon direkt, was hier für einer einzieht. Ich gucke ja keinen Fernsehen. Ich brauche sowas nicht. Höchstens zum Zocken. Also brauche ich ihn doch. Hm. So. Oh, da kommt wieder der Herr Typer. Oh, Sie kommen hier, Kirby. Sind Sie fertig? Hallo. Das ist ja eine wunderschön eingerichtete Wohnung. Ich heiße Mara und ich nehme sie. Wir wollen sie hier nicht hier haben. Ich sagte, ich nehme sie. Okay. Hallo Mara. Oh Gott, das wird jetzt episch. Das wird wahrscheinlich nochmal die ganze nächste Folge füllen. Reich als erster die Ziellinie. Japp, Mara macht Wettrennen. Und hier habe ich noch nie, also ich habe es noch nicht ein einziges Mal gespielt. Das ist jetzt quasi das erste Mal, dass ich Wettrennen mit ihr fahre, renne.
Aber da ich Wettrennen eigentlich immer ganz cool finde, mal gespannt. Ah, wie sie nicht hinterherkommt. Du bist so schlecht. Oh Gott, ich wette, die kann durch Wände fliegen. Ja, Und vor allem lässt sie sich nicht durch Gegner aufhalten. Oh Gott. Hilfe, da ist sie schon. Ah, sie kann nicht durch Wände fliegen. Sie muss drüber fliegen. Ja, das ist immerhin fair. Das ist fair. So. Wir haben sogar eine Bestzeit. Guck mal da, guck da oben auf die Karte. Sie kommt einfach nicht nach. Kein Wunder, Kirby fährt hier mit dem Auto. Ist ja auch unfair. Oh Gott, das ist noch... Das ist noch nicht mal die erste Welt. Das ist dieses Tutorial-Level, merke ich gerade. Oh, ich glaube, das wird noch jede Menge für uns zu tun geben. Warum war sie jetzt da? Wie sie heult. Wie sie einfach heult. Wie sie heult. Ich wollte dich nicht zum Weinen bringen. Oh Gott, die wird jetzt jedes Mal anfangen zu heulen, wenn wir gewinnen. Das wollte ich doch nicht. Es gibt einen brandneuen Level mit einem Rennen. Auf geht's. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das wird jetzt auch noch eine Weile dauern. Oh je, naja. Ich wollte wohl gratulieren, Schatz. Beim nächsten Mal muss ich mich anstrengen, aber hier ist was für dich, Kirby. So, jetzt haben wir den Text einmal gelesen und das reicht. Mario! Du hast folgenden Stoff erhalten. Diagonalmuster. Ich stehe auf eine Revanche. Beim nächsten Mal wird das schwieriger. Ja, ich befürchte, das stimmt. Ich befürchte, das stimmt. Brunnengärten. Oh je. Wenn das jetzt mit jedem einzelnen verdammten Level passieren wird, werden wir hier wahrscheinlich noch eine Weile hängen. Na, malen wir mal nicht den Teufel an die Wand. Die anderen hatten ja auch nicht jedes Level. Aber das gerade, das war das komplette Level. Ich hoffe mal, das ist nicht immer das komplette Level. Dim, dim, oh Gott, da ist Mara. Wir sind einfach die schnellsten. Eigentlich fehlt hier noch die Rennmusik, die Wettrennmusik. Wisst ihr, was die Wettrennmusik immer war in Kirby? Gourmet Race. Falls euch das nicht sagt, dann wird euch vielleicht der Text 1, 2, Haferbrei an irgendwas erinnern. Egal. Lassen wir es einfach im Raum stehen. So. Und es sieht ganz danach aus, als wäre es immer das ganze Level. Oh je. Aber vielleicht auch nur, weil die ersten Level noch sowieso so kurz waren. Gott, sie kommt. Sie kommt immer näher. Ich sehe es. So. Okay. Kein Ding. Zu spät. Denn wir sind schon da. So, das Herz. Diesmal lassen wir die Armwaddle nicht schlafen. Da, wie sie sich immer direkt zu mir hin teleportiert, sobald sie merkt. Oh, ich bin im Ziel. Ich teleportiere mich jetzt. Das ist Betrug. Gratulieren, anstrengen, schwieriger. Jupp, was gibst du uns? Was ist das denn? Tarnfarbe. Armeetapete. Grüne Sterne. Oh, okay. Ich glaube auch nicht, dass die Soldaten Sterne auf ihre Uniform kleben. Das wäre, glaube ich, nicht so gut zum Tarnen. Knospental! Erreiche als erster die Ziellinie. Wieso lese ich das eigentlich mal wieder vor? Es wird sich nichts daran ändern, dass ich als erster die Ziellinie erreichen soll. Außer es wird mal Challenge, nicht als erster die Ziellinie zu erreichen. Okay, auf nach oben. Oh Gott. Oh, sie ist da. Oh, wie sie... Wie sie einfach total hechelt. Die Arme. Ich hätte doch keine Chance. Sag ich jetzt noch, aber ich merke schon, komm, ich glaube nicht, dass ich alles auf Anhieb schaffen werde. Vor allem dann später an den Leveln. Warum hat das gerade so lange gedauert, bis ich nach oben gezogen wurde? Da schon wieder? Das ist nicht sehr freundlich. So, Speedrun. Speedrun, Kirby. Oin. Oin. Ich habe, wie gesagt, jetzt keine Ahnung. Ist das immer noch das komplette Level bisher? Oder nicht? Oh Gott. Schneller, wachs nach. So. Oh Gott, sie kommt. Zu spät. Nein, es scheint nicht das ganze Level zu sein, denn da würde es wohl scheinbar noch weitergehen. Kommt, ich will dich noch haben. Schade. Schade. Gibt ein brandneues Level mit einem Rennen. Wen hätte das gedacht? Wen hätte das gedacht? Ey, wen hätte das gedacht? Ische. Naja, gratulieren. Bitteschön. Ja, danke dir. Liebes kleines, wie hieß sie? Mara. Wenigstens mein Name, den ich merken kann. Nicht so wie Hacke, Hitze, Puckel, Peter. Bitze, irgendwas, Peter. Keine Ahnung. So, Leute, beim nächsten Mal machen wir die weiteren Level von Mara. Von Mara. Dann bis dahin. Ciao.